Das Brückentor in Mayen, eine der gut erhaltenen Turmanlagen des mittelalterlichen Mauerrings, sicherte den Zugang über den Nettebach. Der 1291 zur Stadt erhobene Ort in der Vulkaneifel zwischen Mosel und Rhein wurde weit bekannt durch die Genoveva-Sage, durch die Basaltlava-Vorkommen und das Mühlsteinhauergewerbe. Wie die Schieferdächer des Torturms und der alten Bürgerhäuser zeigen, kam hier auch das Laiendecke-Handwerk zu Bedeutung. Die schraubenartig gedrehte gotische Kirchturmhaube von St. Clemens und das reich gegliederte Gaubendach des alten Rathauses von 1717 mit den zierlichen Laternentürmchen gelten als Glanzstücke handwerklicher Kunst. Es ist kein Zufall, dass 1925 am Ort eine Dachdeckerfachschule entstand, die den Rang eines Bundesbildungszentrums des deutschen Dachdeckerhandwerks erreichte. Die Mayener Laiendecker können sich heute noch auf zwei gut florierende Dachschieferbergwerke stützen. Im Tal der Nette, die in der Schneeschmelze Hochwasser führt, mündet der Querstollen der Grube Margareta. Der Eingang wurde zugeschüttet bis auf den Wasserdurchlass an der Sohle. Horizontale Entwässerungsstollen mit natürlichem Gefälle waren erforderlich, solange leistungsfähige Grubenpumpen nicht zur Verfügung standen. Die Laienkaul selber mit der Schutthalde, den Betriebsgebäuden und dem senkrecht abgeteuften, 220 Meter tiefen Förderschacht liegt auf einer Bergkuppe hoch über dem Nettetal. Die Gruben Margareta in Nette-Sürsch bei Polch und Katzenberg bei Mayen, die sich in der Hand einer Firma befinden, gehören zu den letzten Dachschieferbergwerken in der Bundesrepublik. Auf Margareta, wo die Anlagen in einzelnen Bereichen dem technischen Stand von 1950 entspricht, sollen die alten Arbeitsverfahren im Schieferabbau geschildert werden. Jeden Morgen bei Schichtbeginn versammelt sich auch heute noch die ganze Belegschaft zum Gebet. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe. Nach dem Vater Unser und dem Ave Maria folgt die Anrufung der heiligen Barbara, die man hier als Patronin der Bergleute verehrt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Vor allem die Barbara, die gebrauchten Leiden, zählt der Anvertraut, zu holen Leben aus dem Tod, steh uns beiden alle Not, steh uns beiden letzten Enden, kannst du sterben und das Heilige Sakrament haben. Namen des Vaters, Sohn, des Heiligen Geistes. Mit dem Barbara-Gebet wird der Schutz vor jähem Tod erfleht, der den Bergmann jederzeit treffen kann. Vor der Einfahrt werden die Grubenlichter angezündet. Hier noch einmal die Karbidlampen, die vor 20 Jahren von aufladbaren Elektroleuchten abgelöst wurden, die man am Helm trägt. Auf Margareta ist der Schieferabbau seit 1976 bis zur siebenten Sohle vorgedrungen. Die Seilfahrt im Förderkorb dauert bei einer Geschwindigkeit von 2,7 Meter pro Sekunde etwa anderthalb Minuten. Unten am Füllort, wie man die Endstation bei 220 Meter nennt, steht der Anschläger bereit, um den ankommenden Fahrstuhl zu öffnen. Im Schieferabbau wird im Gedinge mit jeweils 3 bis 5 Bergleuten gearbeitet. Das Wasser, das im Schacht herabtropft, sammelt sich an der tiefsten Stelle im sogenannten Sumpf unter der Haltestelle des Korbes. Am Füllort beginnt der Gang, der in den Berg hinein bis dorthin führt, wo der brauchbare Schiefer ansteht. Dieser Stollen, in den der leere Rollwagen hineingeschoben wird, heißt Richtstrecke. Er ist im Nebengestein unmittelbar an der abbauwürdigen Felspartie entlang vorgetrieben, die auf der linken Seite liegt und die hier, am Anfang der schnurgeraden Strecke, bereits herausgelöst wurde. Man erkennt dies am hochgezogenen Mauerwerk links und an der Verbauung im Gewölbe. Oben sind auch die Versorgungsleitungen verlegt, die Pressluft und elektrischen Strom an die Arbeitsstellen heranbringen. Unten, neben dem Feldbahngleis, von dem hier eine Abzweigung in einen Querschlag oder Seitenstollen führt, befindet sich das Gerinne für das abfließende Grubenwasser. Bei der Luftfeuchtigkeit bis 96% und der Temperatur von etwa 14 Grad
braucht man keine besondere Bewetterung. Die Kletterschächte für den Notfall, die in regelmäßigen Abständen mit der nächsthöheren Sohle verbinden, sorgen für die erforderliche Luftzufuhr. Der leere Rollwagen ist inzwischen vor Ort angelangt. An der Abbaustelle hat man eine größere Kammer in den Fels geschlagen, die rechts von kompaktem Gestein begrenzt wird. Lediglich diese schräg aufwärts geneigte und verhältnismäßig glatte Steinpartie besteht aus brauchbarem Dachschiefer, um den sich der ganze Aufwand lohnt. Sie wird als Richte oder Lager bezeichnet und steht hier auf der erreichten Ebene des Abbaus als Stoß nur noch in geringer Mächtigkeit an. Unten, wo links bereits der Fuß der Mauer aufgeschichtet ist, läuft der Stollen an der Richtstrecke mit dem Feldbahngleis vorbei. Das mit 75 Grad steil aufgerichtete Lager des abbauwürdigen Schiefers ist auf Margareta etwa 4 Meter dick, streicht von Südost nach Südwest und erstreckt sich in ungestörtem Verlauf von über Tage bis in die Teufe. Das brauchbare Schiefergestein aus der Richte wird auf den Sohlen durch Sprengung gelöst und in großen Blöcken hereingewonnen. Für den Transport müssen sie in handliche Stücke zerlegt werden. Dies geschieht zunächst durch das Aufreißen in der Schieferung mit Barschtkeil und Schlaghammer. Wenn die Platten dann noch zu groß und zu schwer sind, werden sie quergeteilt oder geköpft. Mit dem spitz ausgeschmiedeten Pickel, früher dem wichtigsten Arbeitsgerät der Schieferbergleute, wird hierzu an der vorgesehenen Stelle der Kaft oder die Spaltrille angelegt. Dies ist die Aufgabe des ersten, abbauältesten Hauers, dem der zweite das Grubenlicht hält. Die Helligkeit vor Ort entspricht nicht der Wirklichkeit, da alle Szenen für die Filmaufzeichnung mit Scheinwerfern beleuchtet werden mussten. Normalerweise verrichten die Bergleute in der Schiefergrube sämtliche Arbeiten unter Tage in der Dunkelheit, die nur vor der Hand durch den schwachen Schein der Laterne aufgehellt wird. Während der Kaft auf der Schmalseite der Schieferplatte spitzwinklig eingearbeitet wird, richtet der dritte Mann des Gedinges, der als Schlepper für den Transport der Rollwagen und als Schießhauer für die Sprengungen zuständig ist, schon die Steinsäge her. Damit sich die Sägezähne in den harten Schieferstein hineinfressen können, ohne im Schnitt zu verklemmen, müssen sie geschränkt, das heißt winklig ausgestellt werden. Dadurch ergibt sich eine breitere Schneidefurche. Zum Schränken der Zähne wird der Kaftkeil benutzt, den man auch zum Querteilen der Schieferplatten verwendet. Die Genauigkeit des senkrechten Durchschlags hängt von der Beschaffenheit der Keilrille und der Schärfe der Pickelspitze ab. Wenn der Kaft von vorne bis zur rückwärtigen Seite ausgepickelt ist, sodass hier nur noch eine dünne Wandung steht, kann diese mit dem stumpfen Ende der Spitzhaue durchbrochen werden. In der Tiefe der Spaltrille wird dann die Kehle beigehauen, die auf gleicher Ebene sehr genau in gerader Linie verlaufen muss. Um die letzten Unebenheiten zu beseitigen, zieht der Hauer den Pickel zum Schluss kräftig durch die Einkerbung. Fertig. So. So, sehe ich es fertig. Ja, ja, Nun kann die fertig geschränkte Steinsäge eingesetzt werden. Mit dem Schneidegerät, das den Bügelsägen für die Holzarbeit entspricht,
für die Schieferbergleute jedoch aus stärkerem Eisenrohr gebaut ist, auch das Blatt besteht aus dickerem Stahl, wird die Einkerbung der Spaltrille um etwa 1 bis 2 Zentimeter vertieft. Das herausgestreifte Steinmehl lässt die erstaunliche Wirkung der Handsäge erkennen. So, komm mal gucken. Hier, kommt uns noch ein bisschen, dann noch ein bisschen wert, jo. Der Einschnitt in der Kehle der Spaltkerbe ist erforderlich, um beim Durchtrennen der Platte mit dem Karftkeil einen senkrechten Riss zu gewährleisten. Der breite Keil darf beim Köpfen des Schiefers an der Schneide nicht aufsitzen. Er soll den Stein mit seinen beiden Backen auseinanderzwängen und wird darum zunächst mit leichten Schlägen stramm angezogen. Zum Köpfen genügt dann ein kräftiger Hieb. Wenn die zerteilten Schieferstücke zu schwer sind, werden sie mit dem Barstkeil nochmals längs aufgerissen. Die verladefertigen Platten, die von der Abbaustelle zur Richtstrecke hinabgelassen werden, wo der Steinwagen bereitsteht, haben eine Dicke von 5 bis 10 Zentimetern. In der Länge dürfen sie 70 Zentimeter nicht überschreiten, weil Steine, die höher aus dem Wagen herausragen, nicht in den Förderkorb passen. Die beiden Steinhauer des Gedinges helfen hierbei dem Schlepper, der für diese Arbeit zuständig ist. Die schweren Platten werden nicht gehoben. Man wenzelt sie einfach über die schmalen Kanten nach vorne auf die Ladefläche. Da die Schieferblättchen, die oft an den Rändern der Steine vorstehen, messerscharf sein können, tragen die Männer lederbesetzte Handschuhe bei der Arbeit. Die vorbereiteten Platten werden aufrecht in den Wagen gestellt und so dicht zusammengepackt, dass sie beim Transport nicht aneinander schlagen. Eine volle Ladung hat ein Gewicht von gut 25 Zentnern. Sie ergibt nicht die gleiche Menge an fertig zugerichtetem Dachschiefer, da bei der Weiterverarbeitung über Tage ein Großteil in den Abfall gelangt. So, geht der Fürst machen Vorfüßen an Schacht, ne? Fährt mir ihn jetzt bohren. Ne? Im Schieferbergbau geht es immer um ein möglichst günstiges Verhältnis zwischen gefördertem Rohstein und Endprodukt. Dies wird erreicht, indem man die großen Platten beim späteren Zerkleinern bestens ausnutzt. Jedem Grubengedinge sind darum 1 bis 2 Männer über Tage beigegeben, die die geförderten Steine in gängige Größen aufteilen und in dünne Platten spalten. Alle vollgeladenen Steinwagen müssen mit der Gedingenummer gekennzeichnet werden, damit sie an die zugehörigen Spalter gelangen. Die Spalter teilen mit den Bergleuten den Arbeitslohn, der nach dem Gewicht des fertigen Dachschiefers errechnet wird. Ein Foto von 1950 zeigt das frühere Abbauverfahren mit pressluftgetriebenen Schrämhämmern, die den Pickel in der Schiefergewinnung ablösten.
Die Arbeitsspuren der älteren Geräte können noch auf einer stillgelegten oberen Sohle der Grube festgestellt werden, wo ein Teil der Richte stehen geblieben ist. Hier sind die Flächen des Gesteins mit kleinen Streifen dicht übersät, die sich beim Schrämen einkerbten. Außerdem ist der anstehende Schiefer durch breite, quer verlaufende Schlitze in drei Abschnitte unterteilt. Dabei handelt es sich um die Schrämfurchen, die man unmittelbar unter dem First des Abbaus, etwa 70 cm tiefer in seiner Mitte und in gleichem Abstand unten an der Sohle eintiefen musste, um den Schiefer in Blöcken aus dem Lager lösen zu können. Seit Einführung der Seilsäge in der Grube Margareta 1956, die sich hier an einem weiteren Abbauort der siebten Sohle im Einsatz befindet, brauchte man den Stein nicht mehr frei zu schrämen. Damit entfiel die schwerste Arbeit unter Tage, die durch den Steinstaub beim Gebrauch der Schrämhämmer auch sehr gesundheitsschädlich war. Die Richte mit dem abbauwürdigen Schiefer wurde hier direkt von der Richtstrecke erschlossen, die längs an dem Abbau vorbeiläuft. Von der Seilsäge ist zunächst nichts zu bemerken. Die außerordentliche Länge des hereingewonnenen Steinblocks und seine glattbraune Schmalseite zeigen jedoch die Spuren ihrer Wirkung. Die braune Farbe ist auch bei den aufgerissenen Platten noch erkennbar und stammt vom Quarzsand, der zusammen mit dem Draht den Schnitt bewirkt. Die geradlinigen Kanten des langgestreckten Schieferblocks verlaufen genau parallel und wirken wie mit einer Bandsäge geschnitten. Ähnlich müssen die mit zwei Furchen freigeschrämten Steinstücke ausgesehen haben. Beim Zerkleinern wird, wie im früheren Abbau, mit Barschtkeilen zum Aufreißen und Karftkeilen zum Köpfen gearbeitet. Für das Eintiefen der Karftrille benutzt man jedoch nicht mehr die Spitzhaue, sondern ein Pressluftgerät, das bis auf das schmalere Schlageisen dem Schrämhammer entspricht. Damit ließ sich die Kerbe verhältnismäßig schnell anbringen, gelang aber längst nicht so akkurat wie mit dem Pickel, den die jüngeren Steinhauer kaum noch zu verwenden wissen. Die Bügelsäge wird normalerweise nicht mehr gebraucht, da mit der Flechte eine handliche, mechanische Kreissäge zur Verfügung steht. Beim Antreiben des Karftkeils, der den Steinblock köpfen oder querteilen soll, zeigt sich, dass die mit dem Presslufthammer vorbereitete Spaltrille Mängel hat. Der Keil muss ein zweites Mal eingesetzt werden. Diese Filmdokumentation, bei der es zunächst um die alten Formen der Handarbeit geht, wurde durch die rapide technische Entwicklung im Schieferbergbau angeregt. So soll die vor knapp 30 Jahren eingeführte Drahtsäge in Kürze von einer neu entwickelten Einrichtung abgelöst werden. In einem Querschlag an der rechten Flanke des 20 Meter langen Stoßes befindet sich der Ständer zur Führung des Sägedrahtes. Der Draht läuft unter der Firstdecke in den anstehenden Schiefer ein und muss bei fortschreitender Schnittleistung beigedreht werden. An der Einlaufstelle wird Quarzsand mit Wasser zugeführt, wodurch sich die eigentliche Schneidewirkung ergibt. Die Drahtsäge, die hier in Betrieb gezeigt wird, arbeitet nahezu geräuschlos. Da sich ein zweiter verschiebbarer Ständer an der linken Flanke des Stoßes befindet, der den auslaufenden Draht in den Stein drückt, bestreicht der Sägenschnitt den ganzen Abbau in 20 Meter Länge. In der Mitte des Richtenstoßes und unten an der Sohle sind die Einschnitte schon fertiggestellt. Oben unter dem First ist der geschnittene Schiefer an einer Stelle bereits herausgebrochen. Hier liegt der 4,5 mm dicke Draht frei, der eine Laufgeschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde hat. Das niederrinnende Wasser, das den eingeschwemmten Sand mitführt, sammelt sich auf der Sohle und fließt im Gerinne ab. Zur nassen Schmierung
verwendet man das reichlich vorhandene Grubenwasser, das mit einer Rohrleitung vor Ort gebracht wird. Der endlose, das heißt mit Anfang und Ende zusammengeschlossene Schneidedraht hat eine Länge von etwa 800 Metern und wird unter dem Gewölbe der Längs- und Querstollen über Rollen an den Stoß herangebracht. In ihrer grundlegenden Konzeption entspricht die Drahtsäge dem Abbauverfahren mit Schrämhämmern, nur dass hierbei keine breiten Längsschlitze entstehen. Durch die kaum sichtbaren Einschnitte kann der nutzungswerte Schiefer ohne größeren Verlust gewonnen werden. Der Antrieb der Sägeeinrichtung, der für den Umlauf sorgt, ist in einem Nebenstollen nahe beim Förderschacht aufgestellt. Der zurücklaufende Draht wird hier von einem Führungsrad aufgenommen und über ein zweites Rad in Gegenrichtung gelenkt. So ist ein kontinuierlicher Betrieb der Steinsäge möglich, die zur Herstellung eines Schnittes durch die 4 Meter mächtige Richte einen Monat, zum Aufschluss eines ganzen Stoßes also 3 Monate benötigt. Der Draht, der einem starken Verschleiß ausgesetzt ist, muss jede Woche, manchmal auch schon nach 3 Tagen, erneuert werden. In einem erweiterten Stollen auf der 6. Sohle ist ein 50 Meter langer, 12 Meter breiter und im Mittel 4 Meter tiefer See angelegt. Hier strömt das ganze Grubenwasser zusammen, das von der 7. Sohle heraufgepumpt werden muss. Der große Sumpf liegt im Niveau des Nettetals, wo der 600 Meter lange Entwässerungsstollen austritt, den man an arbeitsfreien Tagen nutzt. Während der Schicht wird das Wasser mit einer starken Pumpe über ein Rohrsystem den Verbraucherstellen zugeleitet. Außer der Drahtsäge sind dies die Betriebseinrichtungen der Schiefergruben über Tage. Das Grubenwasser wird auch im Streckenvortrieb für die Bohrmaschine benötigt, die mit Wasserspülung arbeitet. Hier am Stollenkopf der Richtstrecke auf der 7. Sohle, der etwa 250 Meter weit vom Förderschacht entfernt liegt, ist ein Bergmann mit dem Aufbohren des Gesteins beschäftigt. Der Gang führt an der Lagerstätte der guten Schieferpartie entlang und wird nach vorne ständig erweitert. Die nass gebohrten, 30 dicht nebeneinander angebrachten Löcher reichen 1,20 Meter tief in den Schieferfels hinein und werden mit starken Dynamitladungen besetzt. Die tägliche Sprengung, die den Stollen um einen Meter vortreibt, erfolgt regelmäßig bei Schichtende. Jeden Nachmittag wird auch an dem eingangs geschilderten Abbauort, wo man den Schiefer noch nach älterem Verfahren gewinnt, ein Sprengschuss vorbereitet. Die Bergmänner sind hier dabei, den hängenden, unten bereits abgebauten Stoß anzubohren. Dabei richtet man sich nach den natürlichen Lösen, wie die kaum sichtbaren Klüfte heißen, die das Gestein durchziehen. Da der Schiefer aus der Richte verwertet werden soll, muss er, anders als im Streckenvortrieb, möglichst unzertrümmert hereingeholt werden. Der Grubenleiter und der Steiger überprüfen gelegentlich die Vorbereitungen für die Gewinnung. Und wie weit weiter? So, das letzte Loch, ne? Dann das hatte ich damit. Warum war aber nicht fahren? Ne, das ist alles weg. Alles weg. Was haben wir drin? Was haben wir weg? Da wäre ein Teil, dann müssen wir noch was verlassen. Ja, das. Mit Zähnen oder da gucken wir nachher sowieso noch. Da finde ich auch raus. Der Produktionserfolg wird im alten Abbau weitgehend durch die richtig angesetzten Lösungsschüsse bestimmt. Hat das Tiefe noch gebohrt? Ja, ja, ja. Weil die Wand ist doch da. Ja, fort, die Wand, ja, aber da müssen hier tiefer kommen. Alles klar, das ist alles klar. Ja, ja. Ja, dann müsste ausblasen noch. Ja, der fällt ein bisschen, dann müssen wir noch ausblasen. Das ist ja Wasser drin, ne? Da im Abbau mit wasserempfindlichem Schwarzpulver geschossen wird, muss hier stets trocken gebohrt werden. Zur Beseitigung des einsickernden Grubenwassers ist es sogar erforderlich, die Bohrlöcher auszublasen. Der Schießhauer ist hier dabei, die sogenannten Stüpppatronen mit Sand zu füllen.
Zur Verdämmung der schwachen Pulverladungen bei der Schiefergewinnung verwendete man früher den Steinstaub, der zum Beispiel beim Schrämen reichlich anfiel. Er wurde wie hier in einfache Hülsen gefüllt, die sich der Schießhauer vor Ort aus Zeitungspapier selber herrichtet. Der Knüppel, um den die Blätter herumgewickelt werden, entspricht in seiner Stärke dem Durchmesser der Bohrlöcher. Wenn die Papierröhre an einem Ende geschlossen ist, kann man die Füllung hineingeben. Mit den Schlägen unter die vollgestopften Patronen wird der Inhalt verdichtet und zum Schluss auch an der anderen Seite zugepackt. Zum Ausblasen der 1 Meter tiefen Bohrlöcher benutzt man ein Eisenrohr, das auf den Pressluftschlauch aufgesetzt ist. Die 5 bis 8 Bohrungen im nutzbaren Schiefer liegen stets ziemlich weit auseinander, weil es beim Abbau darum geht, den Stein in größeren Blöcken aus dem Lager zu lösen und hinabzuwerfen. Jedes Bohrloch wird vom Schießhauer, der zum Gedinge gehört und der sich hier sonst als Schlepper betätigt, mit einer einzigen Pulverpatrone bestückt, in die er vorher die Sprengkapsel mit der Zündschnur eingesteckt hat. Anstatt der Rute aus Kunststoff benutzte man früher eine kräftige Weidengerte zum Einstoßen der Ladung, die hinten fest aufsitzen muss, wenn die erwünschte Wirkung erreicht werden soll. Die nachgeschobenen Satz- oder Verdämmungspatronen werden sogar mit eisernem Stößel und Fäustel zusammengepresst. Der absolut dichte Verschluss der Bohrlöcher ist erforderlich, weil die Pulverladungen bei der Sprengung in die Breite wirken sollen. Früher war es üblich, die Schieferblöcke mit mehreren aufeinanderfolgenden Schüssen von der Wandung des Lagers abzutrennen. Während die ersten nur ganz schwach geladen wurden, steigerte man die Pulvermenge bei der letzten Sprengung, die man als Spaltschuss bezeichnete. Mit dem umständlichen Abbauverfahren, das man beibehielt, solange die arbeitsaufwendigen Schrämhämmer in Gebrauch waren, schonte man den nutzungswürdigen Stein. Es gab kaum Abfall, wenn die Schieferblöcke auf solche Weise hereingeholt wurden. Inzwischen hat der Schießhauer sämtliche Bohrlöcher geladen, sodass das lange Zündkabel angeschlossen werden kann. Nun wird es Zeit, die Bergleitern und die übrigen Arbeitsgeräte in Sicherheit zu bringen, damit sie von den herabstürzenden Blöcken nicht verschüttet werden. Den besten Schutz bietet die Wölbung der Richtstrecke unten auf der Sohle. Die Zündschnüre der Pulverpatronen, die mit dem Kabel verbunden werden müssen, sind gleich lang. So erreicht man, dass der Spaltschuss bei der Zündung an allen vorbereiteten Stellen gleichzeitig losgeht. Für die Belegschaft der Schiefergrube ist Feierabend, wenn zum Schichtende alle Sprengungen gelegt sind. Während sich die Bergleute zum Schacht begeben, um auszufahren, hat sich der Schießhauer mit dem Zündapparat in einen günstig gelegenen Querstollen zurückgezogen. Bevor er den elektrischen Funken erzeugt, der die Dynamitladung im Streckenvortrieb und den Spaltschuss im Abbau zur Detonation bringt, schließt er die Kabel an. So, mal gucken, was ihr macht.
Am nächsten Morgen bei Schichtbeginn wird zuerst die Wirkung vor Ort überprüft. So, stellt so nicht der Jans gut den Schuss vor. Oh ja. Komm mal los. Wunderbar. Hat doch Jans alles geschossen. Wir sind wieder. Alles klar. Wunderbar. Alles Glück klar. Auf. Glück auf. Na, was soll ich? Ja, stellt so nicht gut den Schuss vor. Aus dem Lager in der überhängenden Richte haben sich mehrere 60 cm mächtige Blöcke gelöst, von denen einige sogar an der Trockenmauer vorbei auf die Sohle gerutscht sind. Der erhöhte Platz vor dem Abbau ist mit vielen kleineren Schieferstücken bedeckt. Der massive Stoß mit dem nutzungswürdigen Stein, von dem die Blöcke mit der Pulverladung abgespalten wurden, zeigt nach wie vor eine glatte Oberfläche. Nur im First der Kammer ist der Fels durch die Wucht der Sprengung ziemlich rau abgerissen, wie sich am zersplitterten Schiefergefüge erkennen lässt. Bevor die Bergleute mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen, muss das lockere Gestein im First entfernt werden, damit es nicht unversehens herunterkommt. Hierzu benutzt man die langen eisernen Putzstangen, die am Ende mit einer schmalen, leicht abgewinkelten Zunge ausgestattet sind. Wenn sich die Brocken nicht abstoßen lassen, werden sie durch Hebelbewegungen herausgeknippt. Beim Putzen nach den Sprengungen gehen die Bergleute immer mit großer Sorgfalt vor. Um festzustellen, ob der Fels in der Richte fest genug steht, wird der Stoß mit dem stumpfen Ende der Spitzhaue abgeklopft. Am Klang erkennen die Schieferhauer auch die natürlichen Lösen, die man nutzen wird, wenn gegen Ende der Schicht die Bohrungen für den nächsten Spaltschuss angebracht werden sollen. Bis dahin müssen die hereingewonnenen Blöcke vom Vortag zur Weiterverarbeitung zerkleinert und weggeräumt sein. Obwohl die Steine nur aus der Richte niedergebracht werden, gibt es hierbei stets einen großen Anteil von unbrauchbarem Material. Die Hauer erkennen dies zum Beispiel an den zerfaserten Rändern der Platten, am dumpfen Ton, der eine geringere Härte andeutet, den Störungen in der Schieferung und am Schichtenbild der Bruchstellen. Die nicht verwertbaren Steine werden beiseite gelegt. Die größeren Abfallstücke verwendet man zum Aufstocken der Mauer an der Seite der Richtstrecke. Die kleineren kommen in die Packlage dahinter, die sich so ebenfalls ständig erhöht. Dies ist notwendig, weil hier im Schieferabbau immer im steil aufgerichteten Strich der Richte von unten nach oben fortgeschritten wird, und zwar von der unteren Sohle zur nächst höheren, die sich etwa 35 Meter darüber befindet. Beim Firstbau, wie dieses Verfahren heißt, füllt man die ausgebeuteten Partien mit dem untauglichen Gestein auf, sodass die Kammer vor Ort allmählich aufwärts wandert.
Sie liegt hier zurzeit schon etwa 4 Meter oberhalb der 7. Sohle. Für die Beförderung der brauchbaren Schieferstücke zur Richtstrecke hinab bleibt beim weiteren Aufsteigen des Abbaus in der aufgeschichteten Packlage eine Steinrutsche frei. Wenn der größte Teil des Schuttes weggeräumt ist, kann mit dem Herrichten des nutzbaren Schiefers zu transportablen Platten begonnen werden, die man Läste nennt. Der Bergmann, der im Gedinge als Schlepper arbeitet, hat schon den ersten Steinwagen beigefahren. Er steht an der Stelle, wo später die Rutsche eingerichtet werden soll. Wenn er den beiden Schieferhauern in der Kammer seine Ankunft mitgeteilt hat, damit sie beim Hinabwerfen der Läste Vorsicht walten lassen, beginnt er mit dem Aufladen. Sobald der auf der Richtstrecke bereitgelegte Vorrat verstaut ist, zieht sich der Schlepper weitere Schieferstücke von oben hinab. Eine gute Verständigung zwischen ihm und den Kollegen in der Kammer ist unerlässlich, wenn Unfälle vermieden werden sollen. Dies gilt insbesondere für das Hinabwerfen von Steinen, das zuvor immer angekündigt wird. Jeder komme! Jeder komme! Komme! Hol! Dieter Kumme heißt mit namentlichem Anruf, ob die Last jetzt kommen darf. Mit der Entgegnung von unten wird angezeigt, dass der Ruf gehört wurde und dass der Wurf ausgeführt werden kann. Kumme! Hol! Wenn der Schlepper auf der Sohle sein Hol hören lässt, gibt er zu wissen, dass er nun die hinabgeworfenen Platten wegholen will, um sie zum Steinwagen zu bringen. Das bedeutet für die Steinhauer, dass sie mit den nächsten Würfen warten müssen. Dieses Abbauverfahren und die Anlage dieses Firstbaus, beides gehört schon der Vergangenheit an, wurden von den Bergleuten, die so noch gearbeitet haben, eigens für die Filmaufzeichnung dargestellt. Die Tagesleistung eines Gedinges betrug im Schnitt 6 Wagenladungen an verwertbarem Stein, eingerechnet die Endbearbeitung über Tage. Die Arbeiten zur Erschließung der Abbauorte, die immer im Einzelgedinge ausgeführt wurden, sind hierbei nicht berücksichtigt. Zur Herstellung von Dachschiefer in der Qualität des sogenannten Moselschiefers eigneten sich früher wie heute nur die härtesten und besonders feinschichtigen Steine, die dünnspaltige, wetterfeste Platten von tiefblauer Farbe ergeben. Vom gesamten Gestein, das auf Margareta bewegt wird, ist dies im Endergebnis etwa 1/10. 60% des Abfalls fällt in der Grube an und beim Spalten sowie beim Zurichten des zutage geförderten Materials kommen nochmals 30% Ausschuss hinzu. Das Verhältnis von 10:90 konnte auch durch die modernsten technischen Einrichtungen kaum günstiger gestellt werden. Der Schiefer ist ein devonisches Sedimentgestein, das sich im Urzustand als Meeresschlamm schichtenweise abgelagert hat und das durch unvorstellbare Erdbewegungen überdeckt, verdichtet, verschoben und schließlich zum rheinischen Schiefergebirge aufgefaltet wurde.
Dies erklärt die überaus großen Qualitätsunterschiede des Schiefers, selbst im gleichen Abbau. Die sedimentären Schichtungen gewährleisten zwar die Spaltbarkeit, doch die anderen für Dachschiefer erforderlichen Eigenschaften sind damit noch keineswegs gegeben. Abgesehen von den handwerklichen Fertigkeiten bei der fachgerechten Behandlung des Materials, ist bei den Schieferhauern vor allem das sichere Erkennen der verborgenen, naturgegebenen Beschaffenheit eines jeden bearbeiteten Stückes hervorzuheben, das sie in die Hand nehmen. Man könnte fast von einem besonderen Gefühl für den Stein sprechen, trotz der groben Arbeit. Auch die großen Blöcke, die auf die Sohle hinabgerutscht sind und hier an der Begrenzungsmauer eingeklemmt liegen, machen beim Aufreißen und beim anschließenden Querzerteilen keine Schwierigkeiten. Die Kaulemänner, wie die Schieferbergleute auch heute noch genannt werden, kommen aus den Orten der Umgebung wie Nettesirsch, Trims, Polch, Kehrig oder Lommich. Die meisten meldeten sich nach der Schulentlassung mit 14 Jahren bei den Gruben, von denen es noch vor dem letzten Krieg im Mayener Gebiet und im näheren Moselraum mehr als ein Dutzend gab. Am Ende der Richtstrecke, wo gestern vor Kopf die Bohrarbeiten in Gang waren, hat sich der Stollen durch den Sprengschuss einen Meter weiter in den Fels hinein vorgetrieben. Mit einer Lademaschine, die Ende der 50er Jahre in Betrieb genommen wurde, ist der Bohrhauer dabei, das herausgelöste Material in einen Rollwagen zu füllen. Durch die Sprengung mit Dynamit wurde das Gestein in kleinste Trümmer zerrissen, die vom Bohrwasser völlig durchnässt sind. Da man diese Masse nicht zum Verbauen von Hohlräumen unter Tage verwenden kann, kommt sie zum Abraum. Der Sprengschutt muss mit den Steinwagen abtransportiert und nach oben gebracht werden. Hier auf der siebten Sohle der Grube Margareta, die 1974 im Streckenvortrieb aufgefahren wurde, reicht das Schiefervorkommen noch eine geraume Zeit. Der Stollenkopf kann mit weiteren Dynamitladungen noch ein gutes Stück vorgeschoben werden. Am anderen Ende des Stollens, wo die Grubenstrecke den Raum vor dem Förderschacht erreicht, wird ein hochvollgepackter Wagen mit sauber bearbeiteten Schiefersteinen herangebracht. Das Feldbahngleis ist hier mit mehreren Strängen, Drehscheiben und Weichen so angelegt, dass man die Steinwagen in gerader Richtung in den Förderkorb hineinschieben kann. Für die Bedienung der Anlage unten auf der siebten Sohle ist der Anschläger zuständig. Der Ausdruck Anschlagen hat zu einer Art von Berufsbezeichnung geführt. Er erinnert daran, dass man die Meldungen aus der Teufe noch vor 80 Jahren mit Schlägen gegen das Schachtgestänge nach oben gab. In der mundartlichen Fachsprache der Bergleute heißt daher das Betätigen der Schachtglocke immer noch Kloppen. Der Fahrschacht ist mit zwei gegenläufigen Körben ausgerüstet. Wenn der eine unten am Füllort steht, befindet sich der andere oben im Förderhaus. Beim Förderbetrieb werden von oben leere Steinfahrzeuge hinuntergeschickt, die der Anschläger unten gegen beladene austauscht. Vor der Abfahrt müssen die Wagen im Korb durch Blockieren der Räder und durch Absperren der Öffnung gesichert werden. Für
Für die verschiedenartigen Nachrichten gibt es viele unterschiedliche Glockenzeichen, die auf einer Signaltafel vor dem Schacht festgehalten sind. Danach bedeutet ein Schlag Halt. Mit zwei Schlägen wird die Auffahrt in Bewegung gesetzt. Für die Personenbeförderung sind besondere Zeichen festgelegt. Sie unterscheiden zum Beispiel zwischen Seilfahrten, die vom Anschläger oder vom Fahrgast selber angekündigt werden. Damit die Körbe unten wie oben in der genauen Höhe der Gleisanschlüsse aufsetzen, müssen die beiden Förderseile bis auf den Millimeter gleiche Längen haben. Der Anschläger, der die heute üblichen Grubenleuchter am Helm trägt, schiebt die ankommenden leeren Wagen auf ein Abstellgleis, wo sie von den Schleppern aus den Gedingen abgeholt werden. In der Tasche, die hinten am Gürtel hängt, befindet sich die Stromquelle für die elektrische Lampe. Auch hier am Füllort ist die Helligkeit gegenwärtig größer als gewöhnlich. Der Förderkorb bietet Platz für vier Personen oder für einen Steinwagen und wird hiervon ganz ausgefüllt. Oben im Schachthaus hat der Fördermaschinist seinen Arbeitsplatz, wo er soeben nach Ertönen des Glockenzeichens die Seilfahrt gestartet hat. Darüber befindet sich der Förderturm zur Führung der beiden Förderseile. Der eintreffende Korb ist zunächst noch nicht in der richtigen Stellung. Wenn die Sperrhebel entriegelt sind, kann er mithilfe eines eingebauten Vorgeleges ein Stück abgesenkt werden, sodass er in der Höhe der Schienen aufsitzt. Dieser Steinwagen lässt sich nur mit Mühe aus dem Gehäuse des Förderkorbes herausziehen. Dazu kann es kommen, wenn die Schieferplatten auf dem Weg vom Abbau bis zum Füllort verrutschen, obwohl sie beim Aufladen fest miteinander verkeilt wurden. Wenn der Fördermaschinist einen leeren Wagen nach unten schickt, muss er die Abfahrt ebenfalls mit zweimaligem Klopfen melden. Für den Betrieb der Förderanlage und für die Sicherheit der Seilfahrt, mit der auch die Bergleute ein- und ausfahren, trägt er die Verantwortung. Auf dem Teufenanzeiger vor dem Leitstand kann er beobachten, wo sich die beiden Körbe befinden und wann der Niedergehende sein Ziel auf der siebten Sohle 220 Meter tief unter Tage erreicht. Der Förderturm auf Margareta wurde gegen Ende des vorigen Jahrhunderts errichtet, als es durch den Einsatz von Dampfmaschinen im Schieferbergbau möglich geworden war, in senkrechten Schächten für die Wasserförderung zu sorgen. Die 4,5 cm starken Förderseile werden vom Turm zum Maschinenhaus geleitet. Hier befinden sich die beiden von einem starken Elektromotor angetriebenen Trommeln, die den Fahrbetrieb in Gang halten. Eine Umdrehung entspricht einer Seillänge von 4,80 Meter. Wenn der gewonnene Stein gefördert ist, fahren auf der Schiefergrube Margareta am Ende ihres Tagewerks auch die Kaulemänner aus. Tief unten im Berg werden dann die Spaltschüsse für den nächsten Arbeitstag gezündet, der mit dem Gebet im Schachthaus beginnt.